Wenn sich der Verdacht tatsächlich erhärtet, dass diese grauenhafte Tat in Hanau rechtsextremen Hintergrund hat, dann ist das der dritte rechtsextreme Mordanschlag in Deutschland in einem Jahr. Und das ist eine schreckliche Erkenntnis. Denn sie sagt nichts anderes, als dass Rechtsterrorismus wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden ist. Und zwar zu einer Gefahr für jeden, der hier lebt. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Und deshalb Trauer und Entsetzen, ja, in den ersten Stunden. Aber Trauer und Entsetzen alleine reichen nicht. Es bedarf jetzt einer entschlossenen Antwort, einer Antwort des Staates, die kompromisslos sein muss gegenüber denjenigen, die in diesem Land rechten Terror verbreiten, aber auch einer Antwort unserer Gesellschaft, die genauso kompromisslos und entschlossen ist und den Rechtsextremen in Deutschland deutlich macht, das ist nicht euer Land, sondern das ist unser Land.